Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock The Sims 4 und ich hoffe, das Ganze auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, genau. Ich gehe immer so ein bisschen gerne, also ein bisschen sogar, naja, eigentlich sogar ein bisschen mehr, also eigentlich recht gerne auf Kommentare ein. Und ein Kommentar, also jemand, der hier kommentiert, schreibt, so in der Tastatur, tipp. Warte mal, wir machen mal Tippgeräusche, also Tom, Kommentare. Oh, geil. Spiel ich mir halb Sims hier verrückt. Also jedenfalls tippt, also Kommentare. Hat sich, ja, einerseits mir hier so ein bisschen angestoßen mit dem Zaun. Also mit der Umrandung. Also die Umrandung finde ich schon mal ganz nett. Was mich aber auch selber ein bisschen beschäftigt hat, ist immer hier dieser Eingangsbereich. Dieser Eingangsbereich, der macht mich doch mal wahnsinnig. Ja, und weil mich dieser Eingangsbereich so wahnsinnig macht, habe ich gedacht, ich gucke nochmal in den Baumodus. Weil so ganz glücklich macht dieser mich ja auch wirklich nicht. Hops, jetzt bin ich an dem Mikro gestoßen. Ich bin heute so enthusiastisch. Ich weiß gar nicht, warum ich so enthusiastisch bin. Ja, und da habe ich mir gedacht, wir können da mal kicken, dass wir hier in den Baumodus reingehen und da mal schauen, was wir hier machen können. Ja, Sinn der Sache liegt nämlich da drin, dass ich gerne doch einen etwas anderen Eingang hätte. Es ist einfach mal so. So, dazu machen wir aber erstmal die Funktionsobjekte hier ein bisschen aus dem Weg. Okay. Gut. Ich hatte folgende Sache gehabt. Zäune, das waren die hier, glaube ich. Dann müsste das hier etwas tiefer gewesen sein. Genau. Stein auf Mauer. Haben wir das ganz dunkle gehabt? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Na, wir können das ja immer noch angleichen, so theoretischerweise. Ich glaube, ich habe gleich das Richtige erwischt. Mann, bin ich gut. Naja, hoffe ich zumindest. Gut, ich hatte geguckt, hier hatte ich dann jetzt reingeguckt und hier sind ja auch Türchen drin, ne? Und hier sind solche Kleintürchen drin, ist ja alles niedlich. Aber unten sind dann etwas größere Tierchen drin. Ne, guck mal. Die Hütten zu der Hacienda. Gesundheit. Natürlich sollte ich mal gucken. Natürlich, ja, so ein Holzding passt gar nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Dann hätten wir hier noch dieses, naja, Full Metal Jacket. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Ist das cooler? Mit dem Lämpchen da oben drauf. Oder doch dieses Full Metal Jacket Objekt da. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder wie man. Nee, das sieht ein bisschen langweilig aus. Das ist definitiv boring extra. Und hier so ein komisches Glasding, da passt eh nicht rein. Eingang mit sowieso. Nee. Das macht mich wieder unglücklich. Das macht mich unglücklich. Und auf jeden Fall größer. Steht da das größer. Da gehen aber dummerweise dann, wie wir sehen, diese Wandteile mit rein. Das ist natürlich. Ja, da gehen sie dann auch mit rein. Das ist, was mich so ein bisschen unglücklich macht. Ihr könnt denn ja mal gucken, dass wir hier die rausholen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Aber. Ja, so würde es dann wirken. Ja, so, dieser Größe. Ist das ein Tor? Aber das gibt leider die Engine nicht her. Ah, das ist das Problem. Das gibt leider die Engine so nicht her. Also. Müssen wir. Guck mal nach, dass ich das da ein bisschen dunkler kriege. Vor allen Dingen, was mir ein bisschen offen. Obwohl, nee, es passt ja, ist ja richtig. Ja, doch. Also, die Größe würde funktionieren. Also, funktionell. So wäre natürlich geiler in der Größe. Das wäre so Quantum-like. Geht's dir Quantum-like? Nur der Dumme ist, dass natürlich die Dinger hier crossen. Ne? Das ist natürlich blöd. Das ist nicht so ganz zufriedenstellend. Da bin ich ehrlich.
Das ist wie Jurassic Park, der hier. Da sind die Raptoren da drin. Hoppala. Ja, aber... Gucken wir mal, wie groß das jetzt wirkt. Jetzt haben wir ja ihn noch draußen. Er kommt ja gerade von der Arbeit. Naja, man kann das so machen. Man kann das so machen, aber wie gesagt, ey. Naja, wie gesagt, man kann das so machen. Ich bin aber am Überlegen. Ja, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ihr habt es mitbekommen. Ja. Dass wir das trotzdem nochmal so machen. Ihr seht schon. Dass wir dann die Mülltonne nehmen. Die kommt da wieder hinter. Und dann den Briefkasten. Der Kasten für die Briefe. Okay. Ja. Aber. Ich fasse ja besser, was ich anbieten kann. Das ist das Problem. Also. Eigentlich wäre sozusagen das Ding, wenn es größer wäre, geiler. Ist einfach mal so. Ja, das ist. Gucken wir nochmal hier. Nee, das wird auch nichts. Wenn ich den größer mache, dann haut das auch darin. Gucken wir mal bei sowas hier, wie sieht das aus? Oh, nee, das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Nee. Es ist wirklich das beste Objekt, was ich anbieten kann. Da ist auch nicht so passend. Wie sieht die Farbe aus? Zu hell eigentlich, oder? Das ist die Frage, welche Farbe wollen wir nehmen? Die oder die? Die finde ich fast zu hell. Die ist fast zu gelblich, aber lieber ein bisschen, das ist, weil ein bisschen dunkler ist. Ne? Gut, wir probieren es erstmal eine Weile so aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Eingang erfindet. Also finden tut man den einfach, der ist ja hier. Aber wie ihr den so, so optisch empfindet. Empfindet, genau, optische Empfindung. Very happy I am not. Very happy I am, wäre sein, wenn, das wollte ich schon beinahe Blizzard sagen. Nee, wenn EA Maxis, ja, hier mal so einen etwas größeren zur Verfügung stellen würde. Also, man kennt's ja. Aber, na gut. Gehen wir mal in die Lebenssimulation und unser guter JD ist ja gerade nach Hause gekommen und ich muss mal gucken, wie geht's denn unseren JD? Unser JD hat ja jetzt gestern eine Menge über die Zielperson herausgefunden und weil er so viel herausgefunden hatte, darf er mal kurz wieseln. Und auch dann nochmal Zähne putzen. Schauen wir mal nach, wie sieht's denn bei den anderen aus. I am himself läuft hier, wer weiß wie rum. Das finde ich echt super. Deshalb einmal kurz mal Outfit ändern, Alltagskleidung. Und auch du darfst dich dem Hygieneprogramm frönen. Das heißt, du kannst einmal bitte... Hier die Toilette verwenden und auf jeden Fall auch mal die Hände nochmal waschen. Ansonsten darfst du dann erstmal nichts weitermachen. Wie sieht's denn bei Nadja aus? Nadja ist dran in 20 Stunden, hat das hier abgeschlossen. Eigentlich ganz schick alles. Auch sie darf... Einmal die Blase verwenden und einmal auf jeden Fall die Hygiene. Genau, Hygiene ist wichtig. Wie sieht's denn da aus? In 18 Stunden abgeschlossen, sieht schick aus. Ja. Verwenden und auch hier mal bitte Hände waschen. Ju, JD hatten wir. Sie darf... Mensch, da hat er so gerollt. Wow. Okay. Da malst du ditte. Das dürfte fertig sein. Das ist auch fertig. Und du darfst du mal bitte weitermachen. Den lassen wir machen, was er will.
Maya Müller auf jeden Fall hat noch nicht begonnen mit dem Training. Das heißt, er geht hier hoch. Oh, hier hingehen. Maya Müller geht auch mal dahin. So. Das hier mal beenden und go. Genau. So einfach ist das. Hoffe ich zumindest. Alter, was ist das für eine hässliche Musik hier? Lautstärke erstmal ändern. Niedrig ist richtig. Sender wechseln. Da machen wir ein bisschen Berieselung. So, wo bleibt unser junger Herr, der hier trainieren soll? Danke sehr. Gut, dann mal bitte Training. Okay. Na, ruf mit dir. Genau, Energie geladen. Und Rock'n'Roll. Gut, Maya Müller. Du darfst trainieren. Nee, nicht trainieren. Freundlich. Wo haben wir denn das? Hüftstoß, kennenlernen. Mehr Auswahl, dramatisch, fesselnd. Das ist alles nicht so gut. Sie ist bei der Arbeit. Machen wir kurz mal ein bisschen laufen lassen. Vielleicht geht's dann wieder. Na, was ist los? Nein. Der will mich doch verarschen. Es geht das schon wieder los. Ey. Aber fällt gerade noch was anderes ein? Haben wir eine Rechnung? Ja, wir haben eine Rechnung. Gut, weil ich dich nicht trainieren kann, also mit Dings machen kann, gehst du mal da raus und machst mal bitte Rechnung bezahlen. Wen könnte ich denn trainieren? Theoretischerweise sie. Das heißt, dann geht sie hier rauf, macht hier mal Training. Maya Müller läuft mal ein bisschen kurz hin und her, damit sie hier nicht wegläuft. Sie kann sich ja mal umziehen, Outfit ändern. Was haben wir denn hier? Nackt, Sportbekleidung, Party, Alltags, Abendbekleidung. Was hat sie denn für eine Abendbekleidung? Wer ist denn gerade das? Oh, der knallrote, stimmt, der kirschrote. Sie hat da knallrote, Outfit ändern. Ja, machen wir Alltagsbekleidung und dann geht's hier hin. Genau, da kann unterrichtet werden. Richtig. So, das läuft. Sehr schön. So, Rechnung ist bezahlt. Wir sind wieder arm. Ich werde mal demnächst Hartz IV beantragen. Okay. I'm himself auf jeden Fall ein bisschen was kochen. Ja, hier ist wieder was dreckig. Das heißt, das hier mal bitte mal aufräumen. Das dann mal bitte was kochen. Kochen. Was könnten wir denn kochen? Macaroni, Käse? Ja, wir kochen mal Macaroni, Käse. Sowas hatten wir schon ewig nicht mehr. Und sie ist nach Hause gekommen. Das heißt, ja, dass sie erstmal sich um ihre Blase kümmern darf. Dann darf sie einmal Hände waschen. Genau. Da hat jemand gerade Spaß. Das darfst du aber erstmal Outfit ändern. Du gehst mal auf Abendbekleidung. Und dann darfst du natürlich auch was essen. Du öffnest dir mal den Kühlschrank und holst dir mal ein Gericht raus. Aha. Okay, das ist abgeschlossen. Klavier. Also sie muss eigentlich noch eine Menge lernen. Lernen. Lerne noch ein Weilchen. Dann kommt der Exos. Mit den Hackebeilchen. Da hackt er auch schon rum, oder? Nö, er ist am Rühren. Ey, das ist ja so rührend. Okay. Oh, das ist toll, dass die sich jetzt mal hier hinsetzt. Und das Kleid sieht ja richtig genial aus. Also das ist so ein Kleid, das feiere ich sogar richtig. Das sieht wirklich gut aus. Sowas kann man direkterweise mal tragen. Warum habe ich hier eigentlich so eine komische Umrandung? Bin ich jetzt Zeit in der Ingame-Aufnahme? Ich weiß das gar nicht. Okay, was haben wir denn da? Starten, stoppen.
Dreamer. Aha, ich habe sogar eine Aufnahme in der Aufnahme gemacht. Okay, das passiert, wenn man jetzt irgendwelche Tasten drückt, ne? Eieieiei. Ja, die Welt ist schon seltsam. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft. Bleibt soweit gesund und lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.